So, und da sind wir auch schon drauf beim Meinl VIP Talk hier in der Stechard VIP Lounge. Und heute nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf darf ich bei mir begrüßen Martin Meichelbeck, unseren Leiter des Lizenzbereichs. Und ja, eigentlich kommst du heute sozusagen genau beim richtigen Spiel. Das Ergebnis von 0-2 ja jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Wir hatten einen guten Start, 4 Punkte aus 4 Spielen. Da waren wir voll im Soll. Heute der Rückschlag. Wie schwer wiegt diese Niederlage heute, Martin? Ja, wir sind natürlich schon sehr enttäuscht, vor allem halt über die erste Halbzeit, weil wir doch auch feststellen müssen, dass einige Spieler von uns halt nicht in Form waren und es dann auf diesem Niveau dann auch schwierig wird, ein gutes Spiel dann zu zeigen. Das wäre vielleicht in der zweiten Liga noch gegangen, wo wir uns dann irgendwie in die Halbzeit retten. Aber auf Bundesliga-Niveau ist es natürlich dann sehr schwierig. Und da müssen wir auch sehr selbstkritisch sein. Es war einfach in der ersten Halbzeit unter unserem Niveau, unter dem, was wir auch spielen können. Und dem müssen wir uns auch stellen. Also reine spielerische Geschichte oder siehst du noch weitere Knackpunkte, warum das heute daneben gegangen ist? Mal außerhalb der Tore natürlich. Ja, spielerisch war es sicherlich auch nicht doll, das wissen wir auch. Ich glaube, dass wir einfach vom Miteinander her das nicht gut gemacht haben. Wir haben relativ wenig miteinander kommuniziert. Wir haben uns zu wenig geholfen, wir haben uns zu wenig unterstützt in allen Phasen des Spiels auch. Und ja, wir müssen einfach wieder schleunigst dahin kommen, dass wir die verschworene Einheit sind und auch zeigen, was wir in Wolfsburg gezeigt haben, was wir auch in Mainz gezeigt haben. Da haben wir auch gemerkt, was es heißt, ein gutes gemeinsames Auftreten zu haben. Und das ist eigentlich so der Schlüssel auch für die nächsten Wochen. Eigentlich stand die Abwehr in den letzten Spielen ja doch recht stark beisammen. Heute die 2 Tore hätten nicht sein müssen. Ja, klar, wir haben ein paar Fehler gemacht, die wurden bestraft, die werden auf dem Niveau bestraft. Für uns ist an sich einfach ärgerlich, dass wir gegen Düsseldorf auf eine Mannschaft getroffen sind, die im Normalfall auf Augenhöhe für uns ist. Das ist eine Mannschaft, wo wir auch die Punkte da behalten wollten, das haben wir nicht geschafft. Die Gegentore, die passieren dann einfach, weil wir halt einfach Fehler gemacht haben, die uns nicht passieren dürfen. Aber klar, es wird halt bestraft auf diesem Niveau. Aus Fansicht gesehen, dann der Doppelwechsel zur Halbzeitpause. Baba ist gekommen und Edgar Pripp ist gekommen, vor allem letzterer Edgar Pripp war ja dann nahezu an jeder Torszene beteiligt. Man hatte das Gefühl, es ist mehr Dynamik reingekommen. Ja, ich denke, dass es beide ganz gut gemacht haben. Man muss sehen, für Baba war es das erste Bundesligaspiel. Er ist 18 Jahre, er kommt aus einer anderen Kultur, hat eine andere Mentalität natürlich auch noch, die er mitgebracht hat. Er ist ein wunderbares Talent und wir sind sehr froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben. Und ich denke, für das erste Spiel war es wirklich ein guter Auftritt von ihm auch. Bei Eddie muss ich sagen, dass er es richtig gut gemacht hat. Er hat das Spiel an sich gerissen, ist vorangegangen, hat viele gute Aktionen auch gehabt. Ich glaube, dass Eddie da auch wieder sehr viel Vertrauen da aufbauen kann für sich. Und von daher waren die beiden Einwechslungen, denke ich, ganz gut. War das bei Eddie vielleicht auch so ein bisschen eine Trotzreaktion, dass er nicht von Anfang an im Kader stand? Na, im Kader war er ja. Ich meine in der ersten Startelf. Ja, Eddie ist nicht jemand, der über Trotz oder so kommt. Eddie ist ein Teamplayer, der wusste, dass er einfach jetzt vorangehen muss, weil es einfach in der ersten Halbzeit nicht so geklappt hat. Und Eddie hat auch die Mentalität, dass er auch immer im Sinne der Mannschaft auch agiert. Und eine Trotzreaktion war das sicherlich nicht. GB Fall, der jetzt ausgefallen, verletzungsbedingt. Edu frisch dabei, ist er schon angekommen? Ja, Edu war unwahrscheinlich bemüht, das war er auch schon in Wolfsburg, das war er auch zu Hause gegen Schalke. Man darf nicht vergessen, dass er auch über einen längeren Zeitraum nicht gespielt hat und dann auch eben die Spielpraxis nicht hatte. Er hatte in der Vorbereitung auf Schalke hatte er nur wenig Spiele gehabt. Edu ist angekommen, aber er braucht natürlich auch noch mehr Unterstützung. Wir haben in der ersten Halbzeit es versäumt, ihn aus dem Mittelfeld noch mehr zu unterstützen, ihm auch Optionen zu geben. Er wurde oft auch gedoppelt oder von 3 Leuten auch bedrängt und wir haben ihm da nicht die Unterstützung gegeben. Aber ich glaube auch, dass Edu auch weiß, dass er auch noch ein bisschen Luft nach oben hat und wir sind alle guter Dinge, dass er uns auch noch helfen wird. Und es ist ein sehr guter Spieler, der... Auch er braucht noch ein bisschen Zeit, die müssen wir ihm auch geben. Das sieht man halt auch in den Automatismen, die er noch ein bisschen mehr verinnerlichen muss, aber wir sind froh, dass er da ist.
Wir wollen uns jetzt nicht auf die einzelnen Spiele fixieren. Du hast heute das Vorwort geschrieben für das Stadionmagazin. Da hast du schon ein bisschen angerissen. Wie siehst du denn die Performance generell der ersten 5 Spiele? Also nehmen wir das Spiel heute ruhig mit rein. Ja, bis zum heutigen Spiel war es ordentlich. Also ich denke, wir können da schon zufrieden sein. Bayern und Schalke waren für uns irgendwo auch Bonusspiele. Da muss alles wunderbar klappen und wir müssen auch ein bisschen einen schlechteren Tag auch haben, dass wir da auch punkten. Es sind Mannschaften, die seit Jahren auf internationalem Niveau auch spielen. Aber wir haben aus diesen Spielen doch sehr, sehr viel gelernt. Mainz war ein sehr leidenschaftlicher Auftritt, wo wir auch unseren historischen ersten Bundesliga-Sieg feiern durften. Wolfsburg haben wir gegen eine Millionentruppe auch gezeigt, dass wir mithalten können. Wir können prinzipiell in der Liga mithalten, aber das kriegen wir nur dann hin, wenn wir ein sehr verschworener Haufen sind, wo jeder an die Grenzen und über die Grenzen hinausgeht. Und das haben wir heute in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Und deswegen sind wir gegen eine Mannschaft, die eigentlich auf Augenhöhe ist, bestraft worden. Und ja, wie gesagt, da müssen wir halt sehr schnell unsere Konsequenzen herausziehen, dass uns sowas nicht passiert gegen einen Mitkonkurrenten. Muss vielleicht auch ein bisschen der Respekt abgelegt werden in Form von, die Jungs sind recht jung und spielen jetzt praktisch jede Woche gegen Weltstars. Du hast gerade schon angesprochen, Bayern München, Schalke, da stehen natürlich schon Namen auf dem Spielfeld. Verunsichert das einen sehr jungen Spieler? Ja, Erfahrung ist halt schon ein sehr, sehr hohes Gut und natürlich darf man nicht vergessen, dass auch heute wieder 6-7 Spieler in der Startelf waren, die heute ihr 5. Bundesligaspiel hatten. Das darf man bei allem nicht vergessen. Wir sind ein Verein, der den Weg mit jungen Spielern geht, aber auch gehen muss. Wir verstehen uns darin, sehr, sehr viel Zeit mit den Menschen zu verbringen, um sie zu entwickeln. Das ist unsere Philosophie seit vielen, vielen Jahren und den Weg, den können wir und werden wir auch nicht verlassen. Aber klar, wir würden uns natürlich alle noch eine schnellere Anpassung auch wünschen, aber wir sehen halt hier auch, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga halt immens ist. Wir müssen noch schneller und noch besser auch lernen, dass wir da halt erfolgreicher aus den Spielen rausgehen. Aber wie gesagt, heute war das eigentlich jetzt kein Spiel gegen einen übermächtigen Gegner, sondern es ist eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, was wir heute einfach speziell in der ersten Halbzeit nicht gut gestaltet haben. Hätten wir diese Leidenschaft, die wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, von Anfang an gezeigt, glaube ich nicht, dass wir heute als Verlierer vom Platz gegangen wären. Ja, die Leistung der letzten Spiele generell hast du jetzt gerade schon schön beschrieben auch. Wir waren gerade dabei, junge Spieler, ältere Spieler, das Thema hast du auch angesprochen, wir brauchen eine Erfahrung. Wie wichtig sind jetzt gerade in dieser Phase, wenn es jetzt mal noch nicht ganz so rund läuft und man in der Bundesliga gerade erst ankommt, so erfahrene Spieler wie Gerald Asamoah zum Beispiel? Ja, natürlich sind die älteren Spieler, die sind in guten als auch in schlechten Zeiten gefragt. Wir haben ältere Spieler bei uns, die eine bewundernswerte Einstellung haben, die bewundernswerte Teamplayer sind und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie sich jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder so einbringen, dass wir auch wieder in die Spur kommen. Klar, ihre Erfahrung ist gefragt, sie kennen solche Situationen, weil sie das in ihrer Karriere auch mehrfach erlebt haben und trotz alledem sind auch alle jungen Spieler auch gefragt. Also jeder Spieler, der bei uns ist, der steht auch in der Verantwortung, egal ob er spielt, ob er nicht spielt, ob er im Kader ist, ob er nicht im Kader ist, dass er sich für die Gemeinschaft einsetzt und dass er alles dafür tut, dass wir miteinander erfolgreich sind. Denn es wird jeder gebraucht, auch wenn vielleicht der ein oder andere jetzt heute nicht im Kader war. Die verletzten Spieler kommen jetzt auch so langsam zurück. Alle werden gebraucht, alle haben eine hohe Wertigkeit und Wichtigkeit. Alle haben auch tolle Qualitäten, aber wir müssen sie natürlich auch zeigen. Unser Trainer mag es immer nicht so, wenn man so sehr zurückblickt. Also blicken wir mal nach vorne. Das nächste Spiel, Bayer Leverkusen. Die sind ja jetzt auch nicht so gut in die Saison gestartet. Aktuell auf Platz 12, spielen jetzt zwar noch. Aber was ist denn da möglich? Es ist dann viel möglich, wenn wir es schaffen, sehr verbissen und sehr, sehr kompakt und sehr leidenschaftlich aufzutreten. Bayer Leverkusen ist ähnlich wie Schalke oder wie Bayern, ich sage ganz bewusst ähnlich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was sie bisher sicherlich noch nicht abrufen konnten. Aber auch da gilt es halt, dass wir Kleinigkeiten so gestalten, dass sie in unserem Sinne sind und nicht, dass wir kleine Fehler erlauben, die natürlich auf dem Niveau bestraft werden. Und es ist viel drin, wenn wir wirklich lernen, dass wir sehr kompakt auftreten und dann haben wir genauso eine Möglichkeit wie in Wolfsburg auch. Gut,
Dass wir in der Bundesliga drinbleiben, steht für uns außer Frage. An welchen Rädchen müssen wir noch drehen, damit das auch wirklich nach 34 Spielen Fakt ist? Das sind viele Rädchen, die zu drehen sind. Woche für Woche, Tag für Tag müssen wir da an vielen Rädchen drehen. Speziell jeder Einzelne steht auch da in der Eigenverantwortung, an seinen Rädchen auch zu drehen. Ich denke schon, dass wir durch die Erfahrungswerte, die wir jetzt sammeln, dass wir da schon auch weiterkommen und uns auch noch entwickeln werden, uns noch an dieses höhere Niveau auch anpassen werden. Und wenn das dann auch so der Fall ist, dann werden die Rädchen auch ineinander übergehen. Aber das ist jetzt, zumindest im Spiel heute hat es nicht geklappt. Hätten wir heute gepunktet, hätten alle gesagt, ein wunderbarer Saisonstart. Leider müssen wir jetzt halt heute sagen, okay, die ersten vier Spiele waren gut, aber das heute war halt nicht so gut. Gut, aber gegen Bayer Leverkusen werden wir auf jeden Fall wieder nach vorne schauen können. Das heißt, aus heutiger Sicht, wir müssen das Spiel schnell abhaken? Nein, das Spiel das dürfen wir nicht abhaken, weil wir werden das Spiel auch aufarbeiten, weil wir müssen aus diesen Dingen lernen, die wir heute nicht gut gemacht haben, weil nur dann, wenn wir uns auch verbessern und entwickeln, danach müssen wir es abhaken, wenn wir das aufgearbeitet haben, und dann gehen wir mit viel Optimismus auch in die nächsten Aufgaben. Jetzt gegen Leverkusen und dann daheim gegen HSV. Ich wollte auch nochmal sagen, dass mich heute auch die Zuschauerunterstützung wirklich sehr beeindruckt hat. Auch am Ende des Spiels sind alle da geblieben und haben die Mannschaft auch unterstützt. Ich habe das auch schon in meinen einleitenden Worten im Stadionheft gesagt, dass ich spüre, dass die Zuschauer ein sehr gutes Gespür auch für die Situation und für den Entwicklungsstand auch der Spieler haben. Das brauchen wir auch. Wir brauchen eine gute Symbiose zwischen Mannschaft und Fans. Das ist sehr, sehr wichtig, denn wir sind ein kleiner Verein in einer sehr großen Weltbundesliga und wir wollen uns da behaupten, und wenn wir das alle schaffen, dann werden wir uns auch behaupten. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Du hast mir jetzt praktisch die letzte Frage in Richtung Fans schon abgenommen. Damit darf ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit noch genommen hast, hier im Meinl VIP Talk in der Stechert VIP Lounge noch da zu sein und Rede und Antwort zu stehen. Gerade nach so einem Spiel weiß ich, ist es nicht immer leicht, dann auch die richtigen Worte zu finden. Martin Meichelberg, besten Dank. Und dir jetzt trotzdem noch einen schönen Abend. Alles klar, vielen Dank. Wir brauchen dich aber noch, wir haben hier noch einen Stapel Autogrammkarten, die darfst du jetzt noch unterzeichnen, bevor wir dich entlassen. Und Ihnen, liebe Gäste, wünsche ich jetzt an dieser Stelle noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal hier im Meinl VIP Talk.